Hallihallo zusammen und herzlich willkommen bei einer neuen Aufnahmen-Session Kackwichsen von Limbo, von Hodenkrebscreme und von einem Gast, der heute hier ist, der auch schon bei Hallo. Folge 2 seinen perfekten Kommentar Ja, dazu ich gegeben habe hat. in Folge 2 einen Kommentar über Feuchtzonen abgelassen, über den wir jetzt nicht näher erläutern müssen. Recht. Der Hodenkrebscreme spielt schon wieder eine große Kugel drum. Ist der gerade Mal laut? sehen, was da passiert. Das käme ja noch bei der letzten Folge, da bin ich ein bisschen günstig dagegen gefloppt. Nun springen! Nein. Nun springen! Halt die Fresse. Die Lampe will, dass du springst. Ja, und das Teil da unten aber nicht. Ja, das Teil da unten, der ganze ist darüber. Ja, Das warum? weiß Nee, ich. das ist gar nicht in die Ganz Spur. da oben. Ich So. bin da schon mal gewesen, dann bin ich gestorben. Ach, Ich und da glaube ist da noch. irgendwie so. Da ist noch irgendwo Elektrozeug. Genau, und da kommt jetzt gleich das Ding und jetzt bin ich nicht mehr weitergekommen, glaube ich. Genau, ich habe keine Ahnung gehabt. Alter, eine Stelle. Hast du? Ja, Und und jetzt jetzt? springst du rechts rüber. Ja, und dann? Ach geil, du hast sogar so ein Easter Egg. Ey, boah, kann es das sein, dass da andere Rätsel sind in der Computerversion? Ey, auf alle Fälle ist die Störung behindert. Was muss ich jetzt machen? Geh mal links weiter. Dann fällt er wieder runter. Ja, mach mal. Dann ist er Sieh hoch. mal hin. Nee, 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 nee. Geh mal runter. Aber nicht an das Elektro-Ding laufen. Du meinst vielleicht das rein und dann unten Ja, raus? genau. Oh, und schon haben wir dieses Rätsel mit einer Eleganz gelöst, die es nachzumachen gilt. Mindestens. Mindestens. Wäre jetzt geil, Tschüss. wenn die Kiste kaputt gehen würde. So, Oh. kannst du mich am Arsch lecken. Ja, dann musst du jetzt dich jetzt dann hängen. Achso. Yeah. Ich würde jetzt gerne ein 360 machen, aber das geht hier leider nicht ganz. Oh, So. ein Maschinengewehr. Und da ist es sofort wieder im Element. Ich werde einfach mal. Ja, hier, hey du, bla. Und flip. Oh, scheiße. Geh mal rein, du kannst ja, ich kann dir jetzt nicht alles spoilern, geh mal rein, dann siehst du ja, was die Maschinengewehre machen. Genau, ich zeige euch mal wieder, wie man sterben kann. Also du siehst ja, du hast ja noch Zeit, bevor du stirbst. Und, na gut, ich kann dich jetzt nicht spoilern, aber vielleicht hast du gesehen, was dieses andere Maschinengewehr getan Das hat. fährt umher und will mich auch noch. Ja, Do okay. you like the boobies? So. Das andere muss auch noch aktivieren. Boah, ist er behindert. Ja, sonst kommt es ja nicht. Okay, jetzt will ich springen. Oh Gott, ich glaube, das war ein Ja, das Fehler. war. Das war. Ich glaube, das macht nämlich das andere Maschinengewehr dann kaputt, oder? Ja, vielleicht. Ich bin mir Vielleicht. noch nicht sicher. Ja, hast du es ja 10-mal durchgespielt? Nee, gar nicht. Gar nicht. Ich weiß eh nicht, warum ich das mehrere Male durchgespielt habe, weil es sind ja immer die gleichen Rätsel. Aber irgendwie, das habe ich von damals. Gehst du nochmal rein? Ja, du musst reinspringen, während das Ding nochmal über dem anderen ist. Cool. Okay, musst du wieder warten. Ich glaube, das ist auch deutscher Ingenieursarbeit, so gut wie das alles funktioniert. Schnell! Du musst springen! Ach Quatsch. Es ist nicht kaputt gegangen. Aber es raucht schon. Ein Schadensindikator. Garantiert. Spring! Nein. Oh, was machst du denn? Wollte nur mal zeigen, wie das so ist, wenn man stirbt. Achso, wie es aussieht, wenn ein kleiner Junge in den Kopf geschossen bekommt. Ja, selbstverständlich. Aber jetzt wissen wir, wie es geht. Was ist die rote Zahl da rechts oben? Das ist, dass ich aufnehme. Also. Mit wie viel Frames Bildern pro Meine Sekunde. lieben Zuschauer, ich habe nicht die wenigste Ahnung von technischen Spielereien, von denen der Rechtberger ja schon vom Wissen her gut gesegnet wurde. Der Rechtberger ist echt ein Nein, du Scheiße! Jetzt muss ich alles schneiden. Ja, wen interessiert es, wie du heißt? Ja, keine Ahnung. Bei Facebook heißt es eher anders. Ja. Nämlich Man kann schon sagen, ich bin kein Schwanz. Klaustrophobie. Nur mit Sicherheit. Nein, Ja. was für ein Schwachsinn! Ich war, habt ihr gesehen, oder? Ey, du failst irgendwie ein bisschen alles. Das ist ja das gerade, was die Leute sehen wollen, Ach oder? so, Oder? ja. Gibt's zu? Großes Kino. Natürlich. Ich mach nur Final Destination nach. Ja. Du darfst aber schon Filme erwähnen, ohne dass du irgendwelche Copyright-Probleme kriegst. Was für ein Schwachsinn. Ich bin doch gesprungen, Ja, hast du warum gesehen? springst du rein?
Du hast gesehen, du hast gesagt, ja, er schießt in die Richtung und du darfst nicht reinspringen, dann musst du nochmal weiter zurückgehen. Du musst warten, bis er das Ding kaputt geschossen hat. Ja, es geht doch nicht beim ersten Mal. Ja, dann muss es aber beim zweiten Mal gehen. Das ist trotzdem scheiße. Geh mal wieder hier so viel Spiel oder nicht denken. Der springt. Nein. Tu es. So, und jetzt geht nichts weiter. So, jetzt machst du das nochmal. Aber davor nochmal sterben, oder? Ja. So, jetzt springst du wieder nach links, wenn das Ding dann sich abgeregt hat. Achtung, geh weiter. Warum? Das kommt noch in deine Richtung. Das hast du gesehen. Ja, ich weiß schon, ich bin der Noob. Piu-piu. So. Du könntest da einfach eine Lösung des Rätsels wäre wahrscheinlich auch, dass die ganzen Maschinengewehre ihre Munition leer schießen, bevor du dann. Ja, das ist wieder so. Oh, das Rätsel ist geil. Es war klar. Das Rätsel ist. Ich werde dich verwirren, aber es ist schön. Okay. Die Typen, die das gemacht haben, sind echt ziemlich genial. Also wer das Spiel noch nicht gespielt hat und eine Xbox 360 oder einen PC besitzt, der sollte das unbedingt. Dann hört jetzt auf, Rechtbergers Ding anzuschauen. Nein, spinnt ihr! Und kauft euch den Scheiß. Spoilert euch ruhig, ist kein Problem. Er macht's ja auch die ganze Zeit bei mir. So. Die ganze Zeit. Nur dauernd. Und ich glaube, ich habe so ein bisschen eine Ahnung, was ich machen muss. Kommt nicht auf die Boogies. Boah, ich werde, ich mach die jetzt so berühmt, dass wir gleich T-Shirts drucken können. Und dafür, do you like the boys? Also for the fake, man. Nun gilt es zu überlegen. Du musst die Kiste darauf machen. Eine auf jeden Fall. Wow, kacke, die fliegt auch mit. Okay. Ich muss eine Kiste umdrehen. Beachte die Gesetze der Physik. Rechts neben dem Knopf. Er ist ja voll gammelig. Das ist der einzige Knipp, Tipp im Ding. Also, und was ist mit dem zwei danach? Tja, das musst du selber herausfinden. So, jetzt habe ich die Kiste da oben, ich schätze, ich muss runterlaufen. Das Ding aktivieren, mit meinen Abwehrkräften. Ich habe schon wieder vergeigt. Mhm. Ah, okay. Aber jetzt ist er da oben. Das bringt mir ja nichts. Halt die Fresse! So, aktivieren. Die Kiste ist oben. Ich muss rechtzeitig auch hoch. Kann ich da nicht einfach so und dann mich womit hochtreiben lassen? Ich vermute nicht, oder? Mhm. Wie lange hast du gebraucht? Ich weiß es nicht mehr. Tolle Ausrede. Ein bisschen auf jeden Fall. Bei den letzten Rätseln, da wird es dann echt sackschwer und gemein. Okay. Ich glaube, ich sollte mir auch noch einen anderen Let's Play anschauen, der das auch macht. Nee, du musst da mal dranhängen. Das ist gleich wie bei Portal, habe ich mir auch gedacht. Hey, hast du Portal jetzt eigentlich schon durch? Ja, schon lange. Echt? Seit mindestens 2 Wochen. Echt? Ja, passt aber auch wieder keine auf. Ja, weil du mir die Folgen nicht schickst, allein sehe ich die. Weil du mich nie abonniert hast. Ich glaube schon, aber ich weiß es nicht. Bam! Ich will mich einmal erschlagen lassen. Also gut. Das wäre jetzt die Stelle, wo ich als Zuschauer ausschalten will. Ja, das kann schon sein. Aber vielleicht. Ah, Mann, das ist voll behindert, dass die Kiste. Jetzt überleg mal. Ich hätte gedacht, dass ich die Kiste davor noch hinschiebe, bevor die oben ist. Unten ist wieder. Du nimmst das Ding damit drauf. Ha? Dann lässt du es da runterrutschen. Ha? Dann sprichst du über den Knopf drüber, steigst auf die Kiste und fliegst mit ihr hoch. Ich dachte, man kann nicht mitfliegen. Ja, wenn du sich auf sie draufstellst. Auf die kannst du dich halt nicht draufstellen, weil bevor du dich draufstellst, fliegst du hier schon wieder in die Luft. Und nicht auf den Knopf springen. So, ich glaube, auf. Spring. Schieb. Schieben auch noch. Ja, ein bisschen näher ran, sonst kommst du da nicht dran. Auf. Sehr schön. Jetzt warte. Wenn nicht in der Richtung, du scrollst die Kiste jetzt. Ja, sonst kann ich kann es ja ziehen, oder? Mhm. Siehst du? Sehr schön. Ja. Beim ersten Mal hätte er nicht geklappt. Flup. Es war doch ein Kinderspiel hier. Ja, das geht ja erst los. Cool, da kommen wir jetzt wieder runter, oder wie? Mhm. Soll ich das? Wow! Spark.
3-4-3 Quality Spa. Was bringt mir das jetzt? Ich weiß nicht mal, wo ich hin muss. Ich jetzt mal da oben irgendwo mit diesem kleinen Magnetfeld da hoch. Das heißt, ich gehe mal hinten wieder runter. Trump-Style. So ungefähr. Und das könnte einen guten Appetit. Boah, ja, weil in der Früh, ich bin um 5 vor 12 aufgestanden, um 12 hat schon Nudeln gegeben. Das ist sehr gut. Guck mal, was da oben jetzt passiert. Ja, ich denke mal, ich muss rechtzeitig wieder hoch, damit ich die Kiste oben rüberholen kann. Das ist ja der Intelligent von ihm. Aha. Warst du schon bei dem Rätsel mit diesem Wagen, auf dem du fährst? Wo dann das Elektro, wo so eine Elektroschiene ist und du fährst auf so einem Wagen? Ich habe das so ewig gebraucht, aber ich weiß auch nicht mehr, wie es jetzt funktioniert hätte. Wow. Achso, ja, das ist schon richtig so. What the fuck? Das hätte du schon gemacht. So, ich vermute mal das gleiche und ich muss wieder hochspringen. Mhm. Aber du musst dich beeilen. Reite die Kiste. Ich hab's leider auf End drin, da geht's. Na was? Nix. Wie viel hast du eigentlich bei mir schon gesehen? Also bis welches Rätsel hast du gewusst? Die eine, da wo du gesagt hast, das ist ziemlich schwierig da mit diesen Holzbalken, wo man so rüberziehen musste. Ah, okay. Das habe ich schon gesehen. Weil du mir gesagt hast, das ist so endschwer. So schwer fand ich es gar nicht. So. Ja. Siehst du? Ging das super. Geschmeidig. Ich denke, ich werde jetzt gleich wieder sterben. Alter, das Rätsel ist Hammer. Also das ist richtig hart, das sage ich dir jetzt schon. Da weiß ich schon wieder nicht mehr, wie das funktioniert, genau. Also da, das sage ich dir. Zack, bin drüben fertig. So, ich gehe einfach mal da weiter, ich lasse das Rätsel mal. Wow! Ich vermute mal, ich muss da durch. Oh Mann, so viel Elektronik. Ein einfaches Bux. Yeah, komm her. Lol. Wofür ist das Teil da? Das ist ein echt weitläufiges Rätsel. Sag ich dir gleich. Oh, kacke. Wie komme ich da wieder runter? Vielleicht einfach hinten? Wie willst du da durchkommen? Wie willst du den Motorsäge auspacken und die Bäume wegsägen? Nein. Aber es gibt doch keinen Knopf irgendwie, wo ich das Teil so festhalte. Ja, erforsch halt mal. Kannst du noch weiter in der Decke gehen? In die andere Richtung? Vielleicht. Aber das wäre viel zu offensichtlich. Ich glaube, es ist auf der anderen Seite. Okay, schauen wir mal. Eine Kiste, die hat mit Sicherheit nichts zu bedeuten. Tut das weh? Oh, schade. Ich wette, viele Zuschauer stehen jetzt gerade mit Handstand vor ihrem Computer, wenn sie das richtig anschauen können. Aber kann ich auch nicht loslassen. Was ist los? Ich kann keinen Strügel benutzen, ich kann da nicht runter. Ja, Schlussfolgerung immer logisch. Was wenn es wieder runterfällt, dann fällt es. Was ist der Endeffekt von dem Rätsel? Was brauchst du mit der Leiter da hinten? Damit du hinkommst. Irgendeine Möglichkeit darüber zu kommen. Eine Kiste für da. Eine Kiste, genau. Aber wie komme ich die hoch? Ja, da musst du jetzt mal forschen und schauen, wo eine Kiste rumliegt. Da die oben. Du entfernen könntest. Aha. Aber du brauchst meine noch eine Kiste. Aha, Loser. Und wie komme ich da hin? Vielleicht. Oh, ich weiß. Ich bin schlau, gell? Achtung. Teil 1, das ist so schlecht, das ist nicht. Das, du weißt das kratzt sich ein bisschen am Arsch vielleicht. Ja, nee. Jetzt mache ich erstmal das Geschütz kaputt. Komm, das Geschütz nicht. Nee. Aber das kann ich durchschießen, oder? Nee. Das ist eine Juggernaut-Kiste. Eine Stealth-Juggernaut-Kiste.
Okay, ich habe eine Idee, was ich jetzt machen muss. Ich muss jetzt einfach nur irgendwie. Ich hoffe, das geht durch die Leiter durch, weil jetzt muss ich mit meinem Stealth-Bomber da hochschieben. Der Stealth-Bomber. Wow.